Heute haben wir der zweiten Tunnelröhre im Fennertunnel einen Besuch abgestattet und uns nach dem Fortschritt des Projekts erkundigt. Wie ist der gegenwärtige Stand der Tunnelarbeiten? Ja, aus der Sicht der ASFINAG läuft das Projekt sehr gut. Wir schaffen derzeit pro Tag ca. 20 bis 25 Meter mit dieser Tunnelvortriebsmaschine. Es ist ja insofern für die ASFINAG ein Novum, als wir jetzt erstmalig einen Tunnel vortreiben mit einer Tunnelbohrmaschine. Bisher haben wir lediglich im Sprengvortrieb Tunnel hergestellt. Und wir sind derzeit auch schon 700 Meter im Berg drinnen. Und wenn alles so weiterläuft, glauben wir, dass wir im Sommer 2009 den Vortrieb hier abschließen können und am Südportal in Weidach ankommen. Bei unserem Rundgang durch die Baustelle ließen wir uns die Funktionsweise der neuen Tunnelvortriebsmaschine erklären. Seien Sie in Kürze inmitten der Bauarbeiten, natürlich auf www.wohl.at.